Hey Leute, die besten und vielleicht auch lächerlich stärksten Kampfdruiden der Star Wars Galaxis. Wenn ihr diese Worte hört, denkt ihr vermutlich an Kampfdruiden, wie die B3 Ultra Kampfdruiden, die YVH Hunter Druiden oder die Mark II Druidikas. Star Wars hat aber noch viel lächerlich stärkere Druiden zu bieten. Und genau um diese wird es heute in diesem Video gehen. Was das für Druiden waren, wie sie eingesetzt wurden und warum sie denn so lächerlich stark waren. Dabei ist das heutige Video von NordVPN gesponsert. Mehr dazu aber später im Video. Vor einiger Zeit hatte ich euch ja schon mal diese unglaublichen Kampfdruiden der Republik, die SD6 Hulk-Druiden, vorgestellt. Die Druiden, um die es heute gehen wird, waren mehr oder minder Nachfolger dieser SD6 Hulk-Druiden. Der Hersteller dieser SD-Reihe war Balmoran Arms, einer der größten Druidenhersteller der Republik zur Zeit der Alten Republik. In den Klonkriegen durchlief dessen Hauptsitz, der Planet Balmora, einigen Trubel, doch auch zur Zeit des Imperiums produzierte Balmoran Arms für das Imperium weiter. Unter anderem wurden die AT-STs da zu einem Großteil auf Balmora von Balmoran Arms gefertigt. Als Palpatine allerdings über Endor starb und die Neue Republik immer mehr und mehr Territorium des Imperiums einnahm, wechselte schließlich auch Balmora die Seiten. Zuerst durfte es neutral/unabhängig bleiben, doch als Thrawn auftauchte, fing Balmora an, aktiv die Neue Republik zu unterstützen. Nur mit kleinen Stückzahlen an Kriegsdruiden, aber immerhin zeigte Balmora hier zumindest Farbe. Die Druiden, die Balmora da der Neuen Republik zusandte, waren die SD9 Kampfdruiden. Und die hatten es durchaus in sich. Sie waren stolze 3,80 Meter groß, was sie fast halb so groß machte wie einen AT-ST. Und sie waren auch recht gut bewaffnet. In ihren Armen hatten sie auf der einen Seite eine schwere Repetierblasterkanone und auf der anderen eine explosive Plasmakanone verbaut. Was für einen Droiden in der Größe vermutlich eine Standardbewaffnung sein sollte. Dank ihrer Größe und Masse konnten sie aber natürlich ihre Extremitäten, also Arme und Beine, auch im Nahkampf relativ gut einsetzen. Das Krasse an diesen SD9-Droiden und den anderen Droiden, die ich euch heute vorstelle, waren aber nicht nur unbedingt die Größe und die Bewaffnung, sondern auch ihre defensiven Eigenschaften. So wird uns erzählt, dass diese SD9-Druiden eine gute Panzerung hatten und noch dazu eine laserreflektierende Panzerung, sowie obendrauf auch noch Ionisierungsschilde. Und hier wird's komisch, denn diese Ionisierungsschilde kennen wir, soweit ich weiß, nicht aus anderen Werken. Wenn sie aber genauso funktionieren wie andere Anti-Ionisierungstechnologie, würde das bedeuten, dass diese SD9-Druiden vor jeglichem Ionenbeschuss geschützt waren. In Episode 4 haben wir gesehen, was ein Ionenschuss mit R2-D2 anrichten konnte. Und damit dürfte dieser Ionisierungsschild diesen Druiden sicherlich einen guten Schutz verschaffen. Kurioser wird es aber bei der laserreflektierenden Panzerung. Denn Laserwaffen wurden zu dieser Zeit im Star Wars-Universum nur noch sehr selten eingesetzt. In Legends wurden Laserwaffen ca. 25.000 Jahre vor den Filmen von Xims Imperium und dem Reich der Hutten eingesetzt, weswegen manche Schiffe aus dieser Ära auch riesige Spiegel als Panzerung nutzten. Denn diese Spiegel konnten halbwegs vor dem Laserbeschuss schützen. Zur Zeit der Klonkriege war das aber anders. Da kenne ich nur noch die SPHA, die Artillerie der Republik, bei der es wenigstens so aussieht, als würde sie mit wirklichen Lasern arbeiten. Doch auch da sagen uns sowohl kanonische wie auch Legends-Quellen, dass das eigentlich Turbolaser sein sollen. Und Turbolaser arbeiten nicht mit Lasern, sondern mit Plasmatechnologie. Denn die Laserkanonen, Turbolaser und auch die Blaster arbeiten eigentlich alle mit hochenergetisiertem Gas, wodurch dann Plasmaschüsse oder eben Blasterbolzen entstehen. Damit wäre eine solche laserabweisende Rüstung also vollkommener Schwachsinn. Das wäre also eine Verteidigung, die auf Jahrtausende alte Technologie abgestimmt wäre. Und das wäre quasi so, als ob moderne Soldaten bei uns momentan Schutz gegen primitive Knüppel tragen würden. Die Sache ist allerdings, dass diese SD9-Druiden und auch die krasseren Druiden, die ich euch gleich noch vorstellen werde, nur in dem Dark Empire 2 Comic auftauchten. Und dieser erschien recht früh, was Star Wars Werke angeht. Ich kann mir da jetzt vorstellen, dass zu der Zeit noch gar nicht wirklich etabliert war, dass es gar keine Laserschüsse sind und sich bisher niemand wirklich die Mühe gemacht hat, das in anderen Werken zu überarbeiten.
Wenn wir also davon ausgehen, dass damit gemeint sein soll, dass sie eine Panzerung haben, die Blaster- und Laserkanonenschüsse abweisen soll, bekommt das Ganze ein anderes Bild. Damit wären sie nämlich quasi vollkommen vor Beschuss geschützt. Weder Blaster noch Laserkanonen noch Ionenwaffen könnten denen dann wirklich was anhaben. Vermutlich nur stumpfe Gewalteinwirkungen, wie Schläge mit Objekten oder sowas wie Raketen oder Explosionen, könnten diesen Droiden dann ansatzweise gefährlich werden. Bei den nächsten Droiden wird es allerdings noch härter. Denn Balmora blieb nicht lange ein Verbündeter der Neuen Republik. Da mussten die Balmoraner sicherlich auch auf die Sicherheit der Programmierung ihrer Droiden achten. Und ich denke, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Werbung für NordVPN. Denn NordVPN ist ein VPN-Anbieter, der euer Surfen im Internet wesentlich sicherer und einfacher machen kann. Wenn ihr NordVPN nutzt, werden eure Daten durch ein virtuelles privates Netzwerk nochmal weiter verschlüsselt. Was es wesentlich schwieriger für ungebetene Gäste, wie Hacker zum Beispiel, macht, euch auszuspionieren. Zudem bietet NordVPN noch ein paar andere Sicherheitsmaßnahmen, wie die Cyber Security Suite, die besuchte Webseiten vor Viren scannt und nervige Werbung blockiert. Und sollten alle Stricke reißen, hat NordVPN auch noch einen Killswitch, der den PC vom Internet trennen kann. Da unser Leben mehr und mehr online stattfindet, finde ich persönlich die Sicherheit im Internet unglaublich wichtig. Mittlerweile erhalte ich auch täglich Spam- und Scam-Nachrichten und E-Mails. Da bin ich froh, eine weitere Schicht an Schutz zu haben. Damit wäre das eben auch genau das Richtige für die Sicherheit der balmoranischen Droiden gewesen. NordVPN bietet aber noch viel, viel mehr als nur Sicherheit. Mit NordVPN könnt ihr euch mit einem von über 5400 Servern in 59 Ländern weltweit verbinden und dadurch auf Inhalte in dem Land zugreifen, auf die ihr sonst keinen Zugriff habt. Ihr wollt Animes zum Beispiel schauen, die es nur auf dem japanischen Netflix gibt? Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, geht das super leicht mit NordVPN. Oder es gibt in einem anderen Land einen Deal für das Videospiel, das ihr schon immer haben wolltet? Auch das geht mit NordVPN. Und das Beste, wenn ihr ein NordVPN-Abo abschließt, könnt ihr NordVPN auf bis zu 6 eurer Geräte installieren und nutzen. Egal ob Windows-PC, Mac, Linux, Android oder iOS. Wenn euch die Sicherheit und diese Vorteile interessieren, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr den Link nordvpn.com/StarWarsBasis und den Code StarWarsBasis. Nutzt den Code oder den Link bei NordVPN, um bei einem 2-Jahres-Plan ein Geschenk und einen großen Rabatt zu bekommen. Ich kann euch NordVPN wirklich nur empfehlen. Als Palpatine in seinem Klonkörper wiedergeboren wurde und sich der Galaxis zu erkennen gab, nahm er auch Balmora wieder ein. Blöd nur, dass Balmora keine Lust mehr auf das Imperium hatte und sich bei ihnen die SD-10-Droiden schon in Entwicklung befanden. Diese waren ein enormes Upgrade im Vergleich zu den SD-9-Droiden. Von außen sah man auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich viel Neues. Doch die Veränderungen waren auf dem Schlachtfeld deutlich zu spüren. Diese SD-10-Droiden waren auch wieder mit einem schweren Repetierblaster sowie mit einer explosiven Plasmakanone bewaffnet. Hinzu kam bei ihnen aber auch noch ein Miniatur-Raketenwerfer. Aber wie auch beim SD-9 war die Bewaffnung bei diesen Modellen nicht das Wichtigste. Auch bei ihnen fand sich die laserreflektierende Panzerung wieder, wie auch die Ionisierungsschilde. Dazu kamen noch verbesserte Servomotoren, bessere Zielerfassungssysteme, aber, und jetzt kommt es, eine selbst heilende Panzerung. Bei ihnen wurden experimentelle Metalle eingesetzt, die sich eben, so doof es auch klingt, selbst heilen konnten. Wie genau die das jetzt geschafft haben, dass Metalle jetzt heilen können, ist mir nicht ganz klar. Aber nicht nur waren diese fast 4 Meter hohen Ungetüme vor dem meisten üblichen Beschuss in der Star Wars Galaxis einfach geschützt. Selbst wenn sie jetzt mal Schäden davontragen konnten, konnte ihr Metall das einfach wieder wegheilen, ohne dass sie dafür von irgendwem anderen repariert werden müssten. Wie schnell diese Heilung ihrer Panzerung aber voranging, kann ich nicht so genau sagen. Im Aufstand gegen den wiedergeborenen Imperator wurden diese SD-10-Droiden direkt vom Fließband aus in den Kampf geschickt. Oft gegen die Vorgängermodelle der SD-9-Droiden, da das Imperium nach der Übernahme Balmoras diese Droiden auch einfach selbst sich geschnappt hatte. Die SD-10-Droiden machten aus ihren Vorgängern da recht schnell Altmetall, woraufhin das Imperium allerdings dann die Schattendroiden einsetzte. Quasi Sternenjäger, die von den Gehirnen toter TIE-Piloten gesteuert wurden. Über die habe ich euch schon ein eigenes Video gemacht, das ich euch hier in der Infokarte verlinke.
Um gegen die anzukommen, brachten die Balmorana dann die finale, lächerlich stärkste Waffe aufs Feld. Ihre neuen X1 Viper-Druiden. Diese komisch aussehenden Geräte waren schon direkt 6 Meter hoch und werden als schnell, unnachgiebig und tödlich beschrieben. Bewaffnet waren sie mit 2 geboosteten Blasterkanonen, was auch immer das bedeuten soll, 2 versteckten am Kinn befestigten Laserkanonen und einem Granatenwerfer. Quellen geben uns an, dass diese Droiden mit ihrer Bewaffnung mindestens so stark sein sollten wie die AT-ATs des Imperiums, was man bei den Zahlen vielleicht schon stark anzweifeln könnte. Dann müssen diese beiden geboosteten Blasterkanonen schon wirklich sehr stark sein. Und angeblich waren sie sogar so stark wie der Turbolaser eines Großkampfschiffes. Zusätzlich zu diesen Fernkampfwaffen besaßen sie aber auch noch 2 Arme mit Klauen, die zum Beispiel tieffliegende Speeder fangen und zerquetschen konnten. Damit wären sie vermutlich auch recht effektiv gegen nahegelegene Kampfläufer, wie AT-STs oder vielleicht sogar AT-ATs. Der wahre Clou an diesen Droiden war aber wieder ihr defensiver Mechanismus. Die äußere Schale, die sie trugen, bestand nämlich aus einer experimentellen Molekularbeschildung. Dieser Schild, der die Droiden umgab, konnte so ziemlich alles an gegnerischem Beschuss aufhalten. Heißt Blaster, Laser, Turbolaser, Ionenkanonenfeuer, selbst Energietorpedos konnte dieser Schild absorbieren und die Energie aus dem Beschuss ziehen, wodurch dann die X1 Viper-Droiden selbst nochmal mehr Energie bekommen konnten. Teilweise konnten die Schilde den Beschuss aber auch einfach wieder zurücklenken, quasi wie ein Laserschwert, das den Blasterschuss wieder auf den Gegner zurücklenkt. Damit haben wir hier 3 verschiedene Droiden. Einer von denen ist quasi gegen Laser- und Ionenkanonenfeuer geschützt. Ein weiterer hat den gleichen Schutz, dazu aber noch eine selbstheilende Rüstung. Und zu guter Letzt haben wir einen Droiden, der das, soweit wir wissen, zwar nicht hatte, dafür dann aber diesen molekularen Schild, der nicht nur jeglichen Energiebeschuss einfach aufnehmen konnte, sondern das Ganze auch einfach in Energie für sich selbst umwandeln bzw. es auch einfach zurückschicken konnte. Wie overpowered kann man Droiden bitte noch machen? Hätten die Separatisten diese in den Klonkriegen gehabt, hätten die Klone aber mal so gar keine Chance gehabt. Allerdings hatten die X1 Viper trotzdem noch ein Problem, denn sie waren zwar vor den Energieangriffen geschützt, allerdings nicht vor physischen Attacken. Kam also irgendwas Hartes sehr schnell an, konnte es gefährlich für diese Droiden werden. Palpatine hatte zu der Zeit schon eigene Chrysalid-Biester, im Prinzip durch Sith-Alchemie veränderte Rancors, die er gegen die X1 Viper-Droiden einsetzte. Und das auch mit recht viel Erfolg, da die starken Nahkampfangriffe, die diese Chrysalid-Biester ausüben konnten, gegen die Viper-Droiden recht effektiv waren. Aber was sagt ihr, wie findet ihr diese Droiden? Cool oder eher viel zu drüber? Haut es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben und ein Abo mit einem Klick auf die Glocke von euch freuen. Und wenn ihr das Video so gut fandet, dass ihr mich darüber hinaus noch weiter unterstützen wollt, schaut mal bei meiner Mitgliedschaft rein. Für 4,99 € im Monat erhaltet ihr einige coole Vorteile und könnt mich damit riesig unterstützen. Vielen Dank, falls ihr das macht. Und vergesst natürlich nicht auch bei NordVPN vorbeizuschauen und euch den guten Deal zu sichern. Hier findet ihr jetzt noch das Video über die Kampfdroiden der Republik, hier ein Video über alle Kampfdroiden der Separatisten und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.